geehrte Damen und Herren, schön, Sie dieses Jahr wieder zum Beitrag der Technik begrüßen zu dürfen. Die menschliche Wahrnehmung erfasst Sound oder Musik und ermöglicht uns, Emotionen zu erleben, wenn wir Musik hören. Musik gibt es in vielen verschiedenen Sparten. Und auch so habe ich meinen Beitrag von heute aufgeteilt. Ich beginne mit den Hauptentwicklungsprojekten. Im Mai 2022 an der Grinding Hub ist die S36 vorgestellt worden. Eine Produktionsmaschine, welche die Lücke schließt zwischen S11 und S22 im Produktionsportfolio und viele interessante Applikationen auch im Bereich von Bauteilen, unter anderem für die E-Mobilität, ermöglicht. Im Laufe des Jahres 2023 wurden weitere Spindelvarianten erweitert und Automationslösungen hinzugefügt. Nun ist die S36 komplett und wir können alle Möglichkeiten der Maschine uneingeschränkt nutzen. Zum Beispiel die neue Schleifspindel, welche bis zu vollen 25 kW Leistung abgibt und somit Scheibenbreite bis 160 mm ermöglicht, ist nun ausgerüstet mit SmartJet erhältlich. Auch das Hochgeschwindigkeitsschleifen mit CDN und Diamantschleifscheiben wurde fertiggestellt und komplettiert somit die Schleifkopfvariante. Ebenfalls erhältlich ist einerseits das bekannte Einstiegs-, B- und Entladesystem EasyLoad und andererseits die Uniload Standardladezelle für höhere Ansprüche, damit auch die S36 mit Automation unseren Kunden angeboten werden kann. Im Oktober 2022 ist an der BIMU in Mailand die neue S100 als Einstiegsmaschine im Bereich der Universal-Innenschleifmaschinen auf den Markt gekommen. Ein erfreulich gutes erstes Jahr hat die S100 nach dem Start der Maschine hingelegt. Es sind mehr Maschinen in dem ersten Jahr verkauft worden, als im Lastenheft vorgesehen war. Das ist ein gutes Resultat. Als Bonbon zur Favorit CNC im Außenschleifen erfüllt die S100 und ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen. Ebenfalls auf der S100 ist eine neue, leistungsstarke Abrechtspindel mit Durchmesser 58 eingefügt worden und wird in Zukunft auch auf anderen Schleifmaschinen zum Einsatz kommen. Zu unserem dritten Entwicklungsfokusprojekt. Der Nachfolger für die bewährte und bestens bekannte Favorit CNC ist nun in Entwicklung. Es werden auch ein paar neue Features, wie vorhin von Sandro Botazzo erwähnt, auf der neuen Generation der Favorit CNC umgesetzt, um die Maschine noch erfolgreicher zu machen und noch attraktiver. Zum Beispiel eine Winkelanzeige mit Schleifkopf, das beliebte Quickset als Einrichtfunktion und ein komplett neuer Conventional-Modus als Handschleifzyklus, damit auch in sehr kurzer Zeit und ohne Programmieren von Zyklen, so wie unsere Kunden es sich gewohnt sind, von den konventionellen Schleifmaschinen. Ich komme zu den Core-Themen. Da, wo jede Brand unserer Gruppe noch seine eigene Musik gespielt hat, wurden in den letzten Jahren sozusagen als Eingangstor ins Zeitalter der digitalen Zukunft das neue Core-Begin-Panel entwickelt und Zug auf allen gängigen Maschinen der gesamten Gruppe eingefügt. Somit ist das gesamte Orchester umgestellt und wir spielen alle im gleichen Rhythmus, wenn auch mit unterschiedlichen Tönen. Lange war das Core-Begin-Panel das Einzige, was man vom Core von außen sehen konnte. Doch seit einiger Zeit wird das Orchester ergänzt. Und von einem guten Orchester wird erwartet, dass es vielseitig
ja, möglichst komplett ist, um auf allen Registern Musik zu spielen. Auch im Chor wollen wir vollständig sein und unsere Kunden noch erfolgreicher machen, indem wir ein komplettes digitales Angebot entwickeln und aufstellen. In der digitalen Zukunft unserer Maschine wollen wir anbieten, von einer modernen Bedienung über Prozessunterstützung mittels Assistenzsysteme bis hin zur Integration ins Portal und somit ins digitale Ökosystem. Zusammen mit unserem Partner Transaction Network bringen wir unsere Maschinen unseren Kunden näher mit allen Informationen und Diensten, welches ein modernes Portal anbieten kann. Die Datenerfassung und Analyse durch komplexe Algorithmen und Auswertprozesse benötigt sehr viel Rechenleistung und Speicherkapazität. Damit unsere Maschinen mit unserem bereits vorhandenen Core-IPC, der Industrie-PC, welches Core unsere Maschinen zur Verfügung stellt, nicht beeinflusst wird, ist eine zusätzliche und komplett unabhängige Hardware für Datenerfassung, ein EPC, entwickelt worden und wird unseren Kunden im Laufe des nächsten Jahres in diversen Versionen und mit unterschiedlichen Ausbauschritten und Optionen zur Verfügung stehen. So können die auf der Maschine vorhandenen verschiedenen Sensoren, Daten von Achsen und Spindeln, aber auch zusätzliche IoT-Module schnell, sicher und unabhängig verarbeitet werden. Ich schließe Core mit einem Ausblick. In ein paar Jahren werden nur die Maschinenhersteller erfolgreich sein, welche intelligente Maschinen anbieten. Zurzeit arbeiten wir an folgenden Themen: vereinfachte und personalisierbare Oberfläche, wie beim Smartphone, wo jeder Bediener seinen Arbeitsplatz definieren kann und in einem persönlichen Profil abspeichern. Prozesssicheres Erledigen eines Auftrages mit einer Prozessfortschrittsanzeige über den Zyklus-Chip, welcher gerade abgearbeitet wird. Permanentes Monitoring der Maschine und nicht zuletzt ein sicheres Korrigieren, egal ob am Werkzeug, im Schleifzyklus oder an einem bestimmten Sitz am Werkstück. So wird das für uns so wichtige Universalschleifen effizienter und damit schneller. Zu einem weiteren wichtigen Thema: Energieverbrauch und Nachhaltigkeit. Getrieben einerseits das Verhalten unserer Gesellschaft, Klima- und Umweltschutz in der Allgegenwärtig, aber auch durch Impulse von Verbänden und Politik, haben wir das Thema Energiereduktion, Nachhaltigkeit, CO2-Bilanz und so weiter unter unserem Label Blue Plus wieder stärker aufleben lassen und werden uns mit gesundem Menschenverstand und Maß diesen Themen in Zukunft wieder stärker widmen. Zu unseren Kernkomponenten im Maschinenbau. Nachdem wir als erste Komponente neue Riemen-Innenschleifspindel entwickelt haben, kommt jetzt die neue Generation der Motorspindel auf den höchsten Stand der Technik. Energieeffizienz begleitet auch die Entwicklung von unseren Kernkomponenten. Erhöhte Steifigkeit, größere Leistung des Motorenpakets und die Reduktion des Stromverbrauchs im Motorenpaket sowie die Reduktion des Luftverbrauchs bei der Sperrluft sind neue ambitionierte Ziele. Nun komme ich bereits zur Schlusskadenz und somit zum Bereich Systeme und Automation. Das Interesse an Silizium-Carbid-Halbleitern nimmt stark zu.
weil ihre Effizienz im Bereich der Power-Elektronik um 15% besser ist im Vergleich zu herkömmlichen Silizium-Halbleitern. Anfangs waren die Hochleistungshalbleiter vor allem im Bereich der Elektrofahrzeuge gefragt. Aber heute kommen auch andere Bereiche, wie die Photovoltaik, der Eisenbahnsektor und die Leistungskomponenten in Datacenter in den Fokus. Wir haben Lösungen für beide Bereiche, also Silizium wie auch Siliziumkarbide. Denn hochpräzise, in der Maschine ausgerichtete Kristallstrukturen führen zu qualitativ hochwertigeren Wafern als Grundlage für die Halbleiterindustrie. Auch im Bereich der Automation von unseren Maschinen gab es zum dritten Mal eine neue Standardzelle, der Insert Load mit integriertem Portal und Roboter. Mehr zu dieser kompletten Palette von Standardladezellen und natürlich zum Insert Load gibt es später am ersten Posting von Presseruka. Somit bin ich am Schluss und ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder einen kurzen Einblick geben über die Themen der Entwicklung und der Systeme beim Studium. Ich wünsche Ihnen ein interessantes, hoffentlich lehrreiches Motion Meeting und ein erfolgreiches Jahr. Ich gebe nun mein Wort an meinen Kollegen Stefan Scholl. Mit seinem wie immer spannenden Beitrag in den Operations sind wir gespannt.